So soll Remseks Stadtkern in Zukunft aussehen. Ein Mammutprojekt, bei dem unter anderem Rathaus, Stadthalle, Tiefgarage und das Kulturzentrum neu gebaut werden. Zum Start des größten Bauprojekts in der Geschichte Remseks gab es heute den symbolischen Spatenstich. Unter anderem mit Oberbürgermeister Dirk Schürnberger. Das Großprojekt mit dem Namen Neue Mitte kostet 35 Millionen Euro.